Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Machbar Light hier an den Uckermärkischen Bühnen aus dem Studio im intimen Theater. Ja, alle guten Dinge sind drei. Wenn man danach weitermachen darf, hat man vielleicht nicht ganz so viel falsch gemacht. Deswegen Folge Nummer 4. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich heute auf Dagmar Sachs. Sie ist Lehrerin an der Talsandschule hier in Schwedt, ist Mutter von drei Kindern und lebt in Vierraden. Und wir wollen mal hören, wie sie die sogenannten Corona-Ferien denn so verbracht hat. Dann haben wir eine Live-Schalte heute zu unserem Ensemblemitglied Theresa Löhle, die im Schwarzwald gefangen ist und den einen oder anderen Krimi dort dreht. Den wollen wir uns mal anschauen. Und wir hören natürlich wieder viel Musik und haben zusammen viel Spaß, wie das so ist, und haben auch Gewinner. Denn wir haben letztes Mal eine Frage gestellt, die viel Post, uns viel Post beschert hat. Doch dazu erst am Ende dieser Show. Jetzt kommen wir wieder zu unserer berühmten Live-Schalte zu meinem Sidekick Gerd Opitz, der immer noch nicht im Studio sein darf aufgrund seines Risikoalters. Aber mit Hilfsmitteln der neuen Technik können wir ihn jetzt natürlich wieder live ins Studio schalten. Gerd, bist du da? Ja, du bist schon da. Grüß dich. Sag mal, gib uns doch mal ein Update. Was ist letzte Woche in Schwedt passiert? Ja, da bin ich wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Der Pandemiebeobachter vor Ort. Ja, was ist letzte Woche passiert? Zuerst mal muss ich vermelden, dass das Schweter Stadtfest abgesagt wurde. Wenn die Münchner ihre Wiesen nicht mehr gießen, also das Münchner Stadtfest ausfällt, gut, dann muss es natürlich in Schwedt passieren. Was ist aber die Folge? Der Fassbierverbrauch wird sinken. Darum kaufen auch mehr Menschen Alkohol in den Läden und trinken zu Hause. Sie werden zu Heimtrinkern. Das ist jetzt eine interessante Frage für Soziologen und Psychologen. Was passiert zu Hause? Was wird die Folge sein? Die Folge nach der Pandemie wird sein, 50% Scheidungen und 50% Geburtenzuwachs. Zum Schluss noch vielleicht eine kurze Meldung. Der berühmteste Entenvater von Schwedt, Rainer Simon, hat Nachwuchs bekommen. Nein. Die Ente jungte auf dem Balkon, wie immer. Das war das Fazit der Woche. Also wenn nichts ist, meine Damen und Herren, Enten auf dem Ex-Intendanten-Balkon in Schwedt. Dankeschön, Gerd Opitz, für das Corona-Update der Woche. Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich bleibe am Ball. Und jetzt? Was passiert jetzt, Chats? Anruf teilnehmen. Hier. Hallo! Hallo! Theresa! Oh, das ist die richtige Löhle. Du glaubst gar nicht, mit wie vielen Löhles wir jetzt gerade schon gechattet haben. Ernsthaft? Ja, wirklich, es gibt einige. Es gibt nur die einzig wahre. Ja, also Theresa Löhle aus Würzburg war sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Aber sie wollte nicht länger mit uns sprechen. Theresa, ja. Du bist ja Ensemblemitglied und deswegen rufen wir dich an. Wir machen uns Sorgen um unsere Kollegen und wollen mal hören, wo bist du gerade, was machst du gerade? Also ich bin jetzt seit 9. März, seit der Deniere von Till Uhlenspiegel hier bei meinen Eltern in der Heimat, im schönen Südschwarzwald an der Schweizer Grenze, im kleinen Dörfchen. Also im schönen Schwarzwald, da lebt deine Familie? Genau. Und sag mal, was machst du so den ganzen Tag? Also es fing ja an mit dem schönen Videomaterial, was wir fürs Theater machen konnten. Das war eine sehr gute Beschäftigung und auch sehr gut, dass ich zu Hause war. So konnte meine Mutter immer schön Kameraassistenz machen. Ach, deine Mama war die Kamerafrau? Genau. Ah ja, okay. Sag mal, und vermisst du das Theater? Wie sieht das aus? Bist du auf Entzug? Auf jeden Fall. Also es ist super schön, hier zu sein. Es wäre, glaube ich, schlimmer, jetzt in Schwedt zu sein und allein in der Wohnung und so auch nichts machen zu können. Aber ich vermisse es schon sehr, auf jeden Fall. So der ganze Probenalltag und die Menschen und das Theater an sich, die Atmosphäre. Ja. Sag mal, Theresa, was war deine letzte Produktion? Eine Premiere habt ihr ja noch geschafft, ne? Ja, wir haben die Premiere noch geschafft mit Die Prinzessin und der Pierre. Zusammen mit deinem Kollegen? Lennart, genau. Ja. Jawohl. Also Regie hat die Anke Salzmann gemacht. Ja. Wie war das? Coole Toll. Arbeit, oder? Sehr, sehr gute Arbeit, großartig. Mhm. Sehr viel Spaß gemacht, war super Herangehensweise,
sehr intensiv, kurze Zeit, aber sehr intensiv. Und wir hatten großes Glück, dass wir uns alle einfach so gut verstanden haben und dadurch war das auch durchaus machbar in dieser Zeit, ja, das auf die Beine mitzukriegen. Durchaus machbar, das ist absolut unser Stichpunkt hier, Theresa. Du hast uns ein Video geschickt, einen wunderbaren kleinen Krimi im Schwarzwald. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ja? Also viel Vergnügen. Ja, viel Spaß. Wir fahren mal ab. Okay, Leute. Wir sind jetzt zwar im Schwarzwald, aber so gruselig, wie das in den ganzen Tatorten und Krimis und was weiß ich, was alles aussieht, ist es gar nicht. Also, nutzt diese Zeit, macht mal wieder einen schönen Waldspaziergang, genießt die Natur, die frische Luft, bleibt gesund, bleibt optimistisch und dann stehen wir diese Zeit gemeinsam durch. Hält fit und Oderteil geht natürlich auch. Theresa, herrlich. Oh, das fühlt sich schon wieder so lange her an. Ja, aber ich bin tiefenentspannt. Ich spüre regelrecht die Luft im Schwarzwald, das Knirschen und Zirpen der Blätter. Herrlich. Jetzt, wo alles blüht. Einsam allein durch die Prärie. Mhm. Aber Theresa, wir haben eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, denn ein bisschen enttäuscht waren wir dann doch, dass dein gut startender Krimi kein Krimi war. Und deswegen haben wir uns überlegt, haben wir mal dein kleines Filmchen, den Schwarzwald-Krimi, durch den Machbar-Fleischwolf gedreht und ein paar Gewürzzutaten hinzugegeben. Und wir möchten dir deinen Schwarzwald-Krimi jetzt präsentieren. Also, ich bin sehr gespannt. Viel Spaß. Schön. Mats ab. Wir sind jetzt beim Schwarzwald. Aber so gruselig, wie das in den ganzen Tatorten und Krimis und was weiß ich, was alles aussieht, ist es gar nicht. Ist es gar nicht. Ist es gar nicht. Machbars kleiner Horrorladen, meine Damen und Herren, in der Hauptrolle Theresa Löhle mit einem Sonder-Director's Cut. Was sagst du dazu? Ey, großartig. Ich bin begeistert. Ja, also cool. Weißt du, wir haben uns nämlich einfach überlegt,
In dieser Zeit, in dieser Corona-Krise, haben ja gerade so postapokalyptische Filme Zugang. Also immer mehr Leute gucken das, ja? Ja. Weltuntergangsfilme, sowas wie I'm Legend oder The Day After Tomorrow, Matrix und sowas. Guckst du auch sowas? Also das, hast du da so einen super Film, der gerade passt, so einen Endzeitfilm? Also ich mag Action. Ja. Schon mehr als irgendwelche Liebesschnulzen oder so, aber im Moment muss ich sagen, ist mein Film- oder Serienkonsum schon eher gesunken. Ach so, tatsächlich, weil das ja eigentlich gerade zunimmt. Die Leute gucken ja gerade immer mehr, streamen immer mehr. Bei dir nicht, du bist mehr im Schwarzwald unterwegs. Ja, doch. Das ist sehr löblich, Frau Löhle. Ja, ein Schauspieler muss sich ja gesund und fit halten. Also toll. Ich habe übrigens auch einen Tipp, auch ein schöner Endzeitfilm, meine Damen und Herren. Lars von Triers Melancholia. Aber bitte bleiben Sie danach zu Hause. Tun Sie sich nichts an, ja? Aber es ist wirklich ein toller Film. Ein bisschen, ich will nicht zu viel verraten. Schauen Sie sich den mal an. Sehr verstörend und dennoch lyrisch, kann ich nur sagen. Theresa! Also, schön, dass wir uns unterhalten haben. Auf jeden Fall. Wir hoffen sehr, dass du recht bald wieder im Theater sein wirst und weiter probieren kannst und arbeiten kannst. Und wir schicken dir mal unseren Krimi. Vielleicht drehst du eine Fortsetzung. Kannst ja gern. Ja? Hab ja Zeit. War da auch deine Mama die Kamerafrau? Auf jeden Fall. Okay, dann zeig ihr mal den Film, mal sehen. Wir sind sehr begeistert von der Kameraführung, ja? Sehr schön, ja. Resi, also bleib gesund und munter. Wir sehen uns bald wieder, ja? Ja. Mach's hoffen gut. Wir jetzt. Ciao. Ciao, ciao. So, bei uns heute zu Gast ist Dagmar Sachs. Sie ist Lehrerin hier an der Thalsand-Gesamtschule in Schwedt mit gymnasialer Oberstufe, wohlbemerkt, und unterrichtet die 11. bis 13. Klassen. Richtig. Herzlich willkommen bei uns in der Machbar, Frau Sachs. Gerne. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Bevor wir ins Gespräch kommen, hätte ich das rasante Interview für Sie. Mhm. Es hat sich vielleicht schon rumgesprochen. Sie haben die eine oder andere Machbar schon gesehen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Okay. Ich stelle Ihnen 10 Fragen mit 2 Begriffen und Sie entscheiden sich spontan für einen. Ja? Sind Sie bereit, Frau Sachs? Es geht los. Geht es Ihnen gut? Sind Sie versorgt? Wunderbar. Gut, also. Hausaufgaben oder Hausmannskost? Hausmannskost. Projekttag oder Klassenfahrt? Projekttag. Deutsch oder Geschichte? Deutsch. Sport oder Mord? Sport. Mutter aller Schüler oder dreimal Mutter reicht? Das ist jetzt aber schwer. Mal so, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Hof oder Blaupause? Hof. Frei oder Doppelstunde? Freistunde. Polylux oder Beamer? Beamer. Streber oder Klassenclown? Klassenclown. Goethe oder Schiller? Goethe. Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich oder fertig ist das Mondgesicht? Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich. Auf 4 oder 2 Rädern nach 4 Raden? Auf 4. Eltern oder Bowlingabend? Bowlingabend. Corona, machbar oder nicht? Machbar. Jawohl. Dankeschön. Bitte. Sagen Sie, die letzten Wochen von Corona-Ferien, wie man ja oft hört, kann ja für Sie wohl nicht die Rede sein. Nein. Also wir wissen ja, seit dem 18. März ist ja im Prinzip keine Schule mehr. Und klar wurde das für uns eigentlich 2 Tage vorher. Und wir haben einen sehr engagierten Informatiklehrer und der hat im Prinzip in den letzten 2 Tagen dafür gesorgt, dass wirklich alle Schüler und alle Lehrer in einer Schulcloud gebündelt waren, sodass wir die Voraussetzungen hatten für Homeschooling. Eine gute Voraussetzung für Homeschooling. Wie viele Schüler haben Sie, die Sie jetzt quasi im Homeschooling unterrichten? 3 Deutschklassen, das sind rund 100 Schüler. 100 Schüler, jeden Tag online. Ich habe die nicht jeden Tag online gesehen, aber ich. Aber bei der Aufgabe? Die Aufgaben wurden hin und her geschickt, ja. Und wie sieht das aus? Also 7.30 Uhr wäre ja normalerweise der Schulbeginn. Genau. Örtlich. Und jetzt
jetzt stehen Sie auf und 7.30 Uhr vor dem Rechner. Ja, ich bin ein Frühaufsteher, also 7.30 Uhr habe ich meistens am Computer gesessen, weil ich auch irgendwo einen geregelten Tagesablauf gebraucht habe. Und dann habe ich angefangen, Aufgaben zu verteilen, Aufgaben zu korrigieren. Müssen die Schüler da online? Müssen die anwesend sein? Nein. Geht ja um die. Ja, die müssen nicht online sein. Aber während ich kontrolliere, kamen dann natürlich auch Zwischenfragen zu anderen Aufgaben, die sie gemacht haben. Und dann muss man wieder reagieren. Der eine brauchte dann irgendwie eine Anleitung. Wo finde ich denn jetzt Angaben über Goethe und die Antike oder was weiß ich? Also habe ich das rausgesucht, dann habe ich weiter korrigiert. Also so sah der Vormittag aus und um 14 Uhr habe ich dann meistens mit solchem Kopf meinen Computer ausgeschaltet und bin in meinen Garten gegangen, habe mich mit meinen Rosen unterhalten und habe mich des Lebens gefreut. Was sagen Sie denn den Rosen? Den Rosen sage ich, es ist schön, wie ihr aufkeimt und wie ihr blüht, zu Anfang zu blühen. Also ist das ein guter Ausgleich zum Homeoffice? Auf jeden Fall. Hätten Sie jemals damit gerechnet, mal so Unterricht? Nee, wirklich nicht. Also Sie haben sich ja wahrscheinlich auch wirklich jetzt selbst gebildet, weil es gibt ja kein Rezept oder so. Es sagt Ihnen ja niemand, wie Homeschooling wirklich funktioniert. Nein. Oder gibt es da einen Leitfaden? Nee. Vom Ministerium irgendwie? Nee, vom Ministerium wüsste ich nicht. Vielleicht gibt es den, aber... Ist nicht angekommen in Schwedt. Nee, so richtig nicht. Also weil es haben ja auch nicht alle Schulen. Also ich glaube, es gibt 57 Schulen, die so eine Schulcloud haben wie wir. Ja. Würden Sie denn sagen, dass Sie jetzt bestimmte Sachen auch für die Zukunft, selbst wenn sich das wieder alles normalisiert hat, auch so machen? Würden Sie mehr auf Homeschooling setzen oder eine schöne Mischung finden? Also mal so gesprochen, ich bin lieber derjenige, der den direkten Kontakt hat. Das habe ich heute auch gemerkt, als ich wieder den ersten Tag unterrichtet habe. Das ist was ganz anderes, als wenn man vor einem Bildschirm sitzt. Ja, man sagt Ihnen nach, ich habe mich ein bisschen umgehört, ja, dass Sie sehr gut mit Schülern, dass Sie eigentlich eine Art Lieblingslehrerin sind. Ach ja. Ja, oder? Weiß ich nicht. Selber so sagen? Nee, sowas sage ich selber nicht. Wir müssen mal die Schüler anrufen. Ja, vielleicht haben wir mal eine Live-Schalte. Nee, aber ich sag mal so, dass der Kontakt für Sie eben ganz wichtig ist, weil ja Schule eben nicht nur Lernvermittlung ist, sondern... Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich könnte mir vorstellen, dass man Teile von dem, was man im Homeschooling gelernt hat und was man angewendet hat, dass man das auch zum Beispiel bei der Hausaufgabenverteilung, finde ich das durchaus praktisch und finde ich das auch machbar. Und dass man sich dann zum Beispiel, dass man eine Aufgabe in der Schule erteilt, es sind nicht alle fertig geworden, also sagt man den Schülern, okay, ihr könnt das zu Hause fertig machen, schickt mir das dann und ich kontrolliere das dann nach. Könnte ich mir durchaus vorstellen, aber ich würde es nicht schön finden, wenn Schule so läuft, weil ich finde, wir sind ja nicht nur Lehrer und Stoffvermittler, sondern man ist ja auch irgendwo Erzieher. Also so klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber gerade so die Schüler so in der 11. bis 13. Klasse, die haben manchmal sehr, sehr schlimme Probleme, die kann man nicht am Computer klären. Wie geht's denn den Schülern? Also was nehmen Sie so wahr? Wie geht's dir? Hatte heute das Gefühl, dass die Schüler, ich hatte ja nur 10 Schüler in der Klasse. Heute der erste Tag wieder, ja? Heute am ersten Tag, ja. Und ich hatte das Gefühl, die waren richtig glücklich, dass sie wieder in die Schule konnten. Also es gibt schon welche, die sagen, hurra, hurra, die Schule brennt, ich bin endlich zu Hause. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, sie haben schätzen gelernt, diese sozialen Kontakte, die sie in der Schule haben und dass man miteinander eben besser spricht als durch ein Medium. Mhm. Frau Sachs, wir werden jetzt mal ein bisschen Musik hören, bevor wir uns noch mal weiter unterhalten. Wir hören jetzt noch mal von Theresa Löhle ein Xylophon. Wie sagt man? Solo. Ja, viel Spaß. Hier sind wir an dem Ort, an dem vor 18 Jahren alles begann. Hier habe ich mein Schlagzeughandwerk gelernt. Und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und euch das Stück zeigen. Ja, da bin ich sogar noch mit drauf. Würde euch gerne das Stück zeigen, das ich 2009 als mein erstes Xylophon-Solo spielen durfte. Viel Spaß mit Chardash. 1, 2, 3, 4. Thank you.
wir mal zur aktuellen Situation. Sie haben es gesagt, seit heute unterrichtet die oder wird die 10. Klasse wieder in der Schule? Die 12. Die 12. Entschuldigung, die 12. Die 10. ist schon seit letzter Woche da. Die war schon letzte Woche, jetzt ist die 12. Es werden nach und nach Klassen dazukommen. Wie ist die Situation in den Räumen? Ja, die Räume sind so aufgeteilt, dass eben 10 Schüler in einer Klasse unterrichtet werden können, beziehungsweise in kleineren Klassen sind es 8 oder 9, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also es ist jedenfalls genau ausgewinkelt, 1,50 Meter Abstand und dann kommt der nächste Tisch. Das sah auch bei der Abiturprüfung ein bisschen komisch aus. War jetzt am Donnerstag. Also am Donnerstag war die Deutschprüfung, daran habe ich teilgenommen. Die anderen Prüfungen sind ja vorher schon gelaufen, bis auf Mathe. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Und vor allen Dingen diese Ruhe in der Schule ist komisch. Ja, das kenne ich ja aus dem Theater, ja. Furchtbar. Ja, also, wo man doch eigentlich so gackernde Hühner erwartet. Ja, genau. Apropos Abitur, das lief ja nun, die mündlichen kommen noch. Ja. Wie sind denn die Leistungen? Haben die Schüler jetzt darunter gelitten? Also kann ich jetzt für Deutsch nicht sagen. Wie gesagt, ich bin mitten im Korrigieren und ganz heiß, ja. Sie sind jetzt, kommen von zu Hause, haben jetzt gerade Deutsch war das, ja? Werden Sie alle durchkommen? Das weiß ich nicht. Ich bin der Erstkorrektor und was der Zweitkorrektor sagt, muss ich sehen. Okay, weil es ist ja schon eine sehr besondere Situation, in diesen Zeiten Abitur zu schreiben. Auf jeden Fall. Aber Sie sehen also die Abiturienten, ich bin ja auch Tutor einer 13. Klasse, ich finde das ganz, ganz traurig dieses Jahr. Also wir hatten keinen richtigen Abschluss. Die Schüler hatten sich so vorbereitet. Abiball, oder? Der steht noch in den Sternen. Wann soll er sein? Ja, im Juni, aber wir haben jetzt noch keine offizielle Absage, aber wir gehen mal insgeheim davon aus, dass er wohl kaum stattfinden wird. Der letzte Schultag fiel aus, die Mottowoche, die basteln ja mal ganz viel, um sich dann zu kostümieren und dann für die Schule so ein Programm zu machen. Ja, ist alles weggefallen. Ach, herrje. Insofern tun Sie mir echt leid. Also wir hoffen mal, dass Sie das irgendwie nachholen können, ja, sonst ein halbes Jahr schwierig. Später feiern. Also Abiball muss ja irgendwie sein, ne? Oder letzten Schultag irgendwie die Schule halbwegs auseinandernehmen. Ne? Ja, mal sehen. Na gut. Also nicht so wie wir wahrscheinlich, aber ja, also da wünsche ich mal, das gehört einfach dazu, das wünsche ich Ihnen alles Gute, auch den Schülern, dass das noch klappt. Eine Frage, die ja auch ins Wasser gefallen ist, ist ja, Sie sind ja regelmäßige Theaterbesucherin, also Sie haben engen Kontakt zu unserer Theaterpädagogin Waltraud Bartsch. Ja. Und hatten in diesem Jahr zum ersten Mal so richtig fast alle Schüler geplant, dass sie ins Theater kommen können. Ja, also ich muss sagen, mit Waltraud Bartsch arbeiten wir schon seit Jahren sehr, sehr eng zusammen. Ich habe also zu Beginn des Schuljahres mit meinen Kollegen einen Plan erstellt, welche Klassenstufe sollte in welches Stück gehen, welches Stück ist für welche Klassenstufe geeignet. Und diesen Plan habe ich dann Waltraud übergeben und habe gesagt, so Waltraud, und du guckst jetzt mal, wann wir was machen können. Das betrifft vor allen Dingen auch so diese Klassenzimmerstücke. Und da hatten wir, also das wird von den Schülern immer sehr, sehr gern angenommen. Die haben dann immer so das Gefühl, der kommt extra zu uns. Ja. Und Sondervorstellung. Ja, und da sind die so dankbar für. Ja. Das führt dann wiederum dazu, dass die Schüler sagen, so Frau Sachs, wann gehen wir denn jetzt wieder ins Theater? Ja. Na, und wenn man das erreicht hat, also das finde ich toll. Und dieses Jahr wäre es tatsächlich so gewesen, dass jede Klasse ja, dieses Jahr hätten wir es geschafft, dass wir alle ins Theater wäre. Gekriegt hätten. Und dann kam irgendwas dazwischen. Ja, obwohl wir sind schon ganz gut aufgestellt gewesen. Also wie gesagt, die 7. Klassen, die haben uns jetzt noch gefehlt. Die anderen sind bis auf, ich glaube, 2/10 oder so sind im Theater gewesen. Also wir haben schon gut gearbeitet im Vorfeld. Zu viel Corona in meinem Bauch. Vorgestellt.
So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder in der Rubrik Schweter Zukunftsmusik, in der wir unsere Gäste nach ihren Visionen für Schwedt fragen. Wir wollen einen Blick in die Zukunft von Schwedt in 100 Tagen wagen. Dazu befrage ich jetzt Lehrerin Dagmar Sachs. Bitte legen Sie Ihre Hand über die Zauberkugel und seien Sie unser Medium. Beschreiben Sie, was sehen Sie in Schwedt in 100 Tagen? Ich sehe Schüler, die sich der Schule nähern, an die Tore klopfen und rufen, lasst uns rein, lasst uns rein, wir halten es mit den Eltern zu Hause nicht mehr aus. Und hinter der Schule stehen die Eltern und sagen, bitte lasst sie rein, wir halten es mit den Jugendlichen nicht mehr aus. Dankeschön für den Blick in die Zukunft, Dagmar Sachs. Bitte. Damit sind wir jetzt schon am Ende unserer Show. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Dagmar Sachs. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass sich das alles schnell wieder normalisiert und die Schüler tatsächlich am Zaun stehen und wackeln und rein wollen. Aber ich glaube, das wird auch so sein. Kommen wir nochmal zum Gästefazit. Gerd, bist du bereit? Bin bereit. Okay, Frau Sachs, fangen wir mit Ihnen an. Ihr Fazit unserer Show heute. Wenn das alles vorbei ist, werde ich als erstes eine große Party schmeißen. Mit wem? Mit allen mehreren. Schülern? Mit mehreren. Also ich bin sowieso ein Party-Fan. Ja, mit Schülern habe ich mir vorgenommen, mit meiner Klasse, die ja nun keinen Abiturball hat, habe ich gedacht, die lade ich in meinen Garten ein. Also da kommen wir beide auch. Ja? Da kommt die Machbar mit ins Boot, oder Gerd? Aber nur. Da sind wir schon bei der zweiten Frage, Gerd. Mit Frau Sachs würde ich gerne mal das ABC lernen. Das ABC lernen. Ist ja schon eine Weile her. Könntest du das auch noch, Frau Sachs? Kann es noch. Beibringen, meine ich? Weiß ich nicht. Es ist eine andere Methodik. Aber unter dem ABC kann man ja viel verstehen. Ja. Ach, so läuft der Hase. Es ist wieder der Moment, wo ich das Studio verlasse und euch beide alleine lasse. Aber es muss bitte virtuell vonstatten gehen, ja? Denk ich an Corona in der Nacht? Dann bin ich nicht um den Schlaf gebracht, aber dann hoffe ich, dass es ganz schnell einen Wirkstoff gibt, diese Krankheit auszumerzen. Dankeschön. Gerd, kommen wir jetzt zu unserem Gewinnspiel. Letzte Woche haben wir gefragt, welcher prominente Politiker schon mal bei uns in der Machbar war. Das war eine Sommermachbar. Wir haben drei Namen genannt. Das war Dietmar Woidke, Matthias Platzig oder Annegret Kramp-Karrenbauer. Und wir haben viele Zuschriften erhalten. Da sind sie auch schon. Und Gerd, daraus werden wir jetzt mal den Gewinner losen. Moment, ich bin gleich wieder da. So. Ja, mach. Ja, gut. Jetzt ist mir ja gleich das Mikro rausgefallen bei dieser Aktion. So, das ist ja doch eine ganze Menge. Und selten so schön sortiert gesehen, wo hier überall Post herkommt. Okay, also viele, viele Zuschriften und wir losen jetzt mal unter Ausschluss des Rechtsweges, meine Damen und Herren, aus, wer der Gewinner ist. Zu gewinnen gibt es, ich sag's nochmal und zeig's nochmal, unsere geliebte Machbar-Tasse, einen Machbar-Aufkleber und der nachhaltige Machbar-Aufkleber. Beute. Jawohl. Und jetzt geht's los, Gerd. Kannst du mal ein bisschen für Stimmung sorgen? So optimistisches Grummeln, optimistische Musik im Hintergrund? So, los geht's. Ja, also beginnt die Ziehung jetzt, ja? Ja, es beginnt die Ziehung. Beginnt die Ziehung. Achtung, Achtung, ich sende mystische Energie. Ja. Ich spüre es, Gerd. War das dein Höhepunkt? Gut, da, ich habe eins gezogen, Moment. Wer ist der Gewinner? Ich lese es vor. Ja, da hat sich Text von Karl reingeschlichen. Über mich, Narren, der ich wähnete, die Welt durch Gräuel zu verschönern. Das ist nicht die richtige Lösung, meine Damen und Herren. Deswegen gucken wir mal weiter. Da kannst du noch mal mystische Stimmung machen. Ja.
Danke, Gerd. Ja, meine Damen und Herren, wir sind eine seriöse Late Night. Das merkt man hinten und vorn. Deshalb gibt es bei uns was zu gewinnen. Und gewonnen hat erstmal die richtige Lösung. Der Gast war Matthias Platzek, das ist richtig. Gewonnen hat Markus Paul Beik aus Schwedt, meine Damen und Herren. Lieber Markus, herzlichen Glückwunsch. Tasse, Beutel und Aufkleber werden dir in Kürze zugesandt. So, und jetzt, meine Damen und Herren, alle die jetzt nicht gewonnen haben, bitte bleiben Sie dran, bleiben Sie am Ball, denn wir haben schon ein neues Spiel vorbereitet. Denn diesmal suchen wir, ich weiß es nicht, der Zettel ist gar nicht da. Wir haben kein Gewinnspiel, Gerd. Nein, das kann nicht wahr sein. Kannst du dir schnell eins ausdenken? Nee, echt mal, wir haben ja das jetzt. Wir waren noch nie in der Wachbar. Warte, irgendwo muss es sein. Hier, wir haben gerade aus der Redaktion brandneu ein Gewinnspiel geliefert bekommen. Dankeschön. Das macht man neuerdings über Handy. So, welches, jetzt kommt's, welches Büroutensil wurde in der Machbar Nummer 4 zur Perle der Uckermark gekürt? Erstens, war es die Büroklammer? War es die Reißzwecke? Oder war es das Radiergummi? Der Radiergummi? Naja, dir. Danke, Gerd. Das wollte ich hören. Also nochmal. Drei Antworten sind möglich. Büroklammer, Reißzwecke oder Radiergummi. Meine Damen und Herren, schreiben Sie die richtige Lösung an post@machbar.show und gewinnen Sie unsere Machbar-Utensilien. Habe ich überhaupt schon eine Anmoderation gemacht? Nee. Gerd, er ist eingefroren. Ist auch nicht online. Schade, ich hätte jetzt wirklich mit irgendwen quatschen können. Bin ich wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Warte, hast du mal Aufmacher? Meine Brille ist dreckig. Nein. Ich kann dir gerade nicht zuhören, warte. Soll ich nochmal? Und jetzt? Ich mach nochmal. Und jetzt? Warte. Gleich ist sie sauber, jetzt höre ich dich wieder. So, kann losgehen, ja? Nein, wirklich? Ja. Himmels. Huch, jetzt steht hier schon wieder die gleiche Frage. Gerd, der Stift, wo ist denn dein Chaos-Typ? Sitzig zu Hause vor lauter Scham und weiß nicht, was ich machen soll? Mittagessen, mach nicht so doll. Und, Kartoffelsalat mit Würstchen. Naja. Ein bisschen noch unterlegen mit so ein bisschen mit effektvoller Sachen. Aber wir arbeiten ausschließlich ohne Effekte. Ja. Hört ihr mich noch? Ja. Alles gut, red weiter. Gut. Wo ist mein Zeitkick? Hilfe! Ich höre dich auch nur hackweise wieder. Ja, das reicht ja auch. Warte mal, ich habe noch was im Mund. Und das war jetzt seriös, ja. Wo? Ach, im Off. Moment.